Ein Auto nach dem anderen wird an der deutsch-französischen Grenze in Kiel seit dem Anschlag kontrolliert. Die Polizei fahndet nach dem mutmaßlichen Täter, auch in den Straßenbahnen, die aus Frankreich kommen. Inzwischen auch mit diesem Foto von Sherif Chekat. Wir haben jetzt im Laufe des Tages verstärkt auch Kräfte an der deutsch-schweizerischen Grenze bis Basel zusammengezogen, sodass wir hier den Kontrolldruck hochhalten und versuchen, möglichst zu verhindern, dass der Täter möglicherweise nach Deutschland ausweicht oder flüchtet. Sherif Chekat, der 29-Jährige, ist in Straßburg geboren und dort mit 6 Geschwistern aufgewachsen. Er saß bereits in Frankreich, der Schweiz und in Deutschland im Gefängnis, unter anderem hier in Konstanz. 2012 brach er in diese Mainzer Zahnarztpraxis ein, 2016 in diese Apotheke im Bodenseekreis. Sein damaliger Anwalt erinnert sich gut an ihn. Wir haben ihn für einen Einbrecher gehalten, der hin und wieder auch hier über die Grenze nach Deutschland kommt und Einbruchsdiebstähle begeht. Bei Gott, er ist kein Messdiener. Aber einen Mörder bzw. einen Schwerstkriminellen habe ich in ihm nie gesehen. In Deutschland war er nicht als radikalisiert bekannt. Allerdings, die französischen Behörden hatten ihn schon vor dem Anschlag als Gefährder eingestuft. Die Kontrollen an der deutsch-französischen Grenze werden auch heute weitergehen, bis Sherif Chekat gefasst ist. Nachgefragt bei Sabine Rau in Straßburg. Nach wie vor weiß man ja nicht, wo sich der Täter aufhält. Wie weit sind die Ermittler denn mit der Fahndung? Ja, da lassen Sie sich natürlich nicht unbedingt in die Karten gucken. Wir wissen, dass selbstverständlich weiterhin fieberhaft nach dem Täter gesucht wird. Er kann hier in Straßburg, im Umfeld von Straßburg sein. Er kann in Deutschland sein, er kann sogar in der Schweiz sein. Wir wissen es einfach nicht. Vielleicht wissen die Fahnder mehr. Das ist der Stand heute Morgen. Was gibt es Neues über das Umfeld des Mannes? Angehörige des gesuchten Mannes werden weiterhin von der Polizei vernommen. Man hatte ja seine Wohnung durchsucht und dort eine Granate, Munition und auch Messer gefunden. Was man allerdings nicht gefunden hat, und das ist vielleicht ganz interessant, man hat in seiner Wohnung keine Hinweise gefunden, dass er in irgendeiner Weise in Verbindung mit Daesh, also mit dem IS, steht. Normalerweise hat man früher bei anderen Attentaten entweder schwarze Flaggen oder Schriften oder Ähnliches gefunden. Das ist diesmal nicht der Fall gewesen. Das muss nichts heißen, denn wie es ja auch im Film gesagt wurde, er wurde von den französischen Behörden als Gefährder in der Terrordatei geführt. Er hatte sich im Gefängnis radikalisiert und deswegen war er unter Beobachtung. Gestern war der Tag der Trauer bei Ihnen in Straßburg. Viele Menschen hielten inne. Wie läuft das heute? Wie beginnt das Leben heute Morgen? Ja, wir stehen hier an der Place Kléber. Da ist im Hintergrund, sehen Sie vielleicht, die immer noch geschlossenen Buden des Weihnachtsmarktes. Der Straßburger Weihnachtsmarkt bleibt jedenfalls auch heute geschlossen. Um uns herum öffnen die Geschäfte jetzt langsam. Die Menschen kommen in die Innenstadt. Es gibt verschiedene Plätze, wo Blumen und Kerzen abgelegt worden sind. Wir sind gar nicht weit entfernt vom Schauplatz des Geschehens, wo die Schießereien stattgefunden haben und wo hier vor 2 Tagen Menschen ums Leben gekommen sind. Nun befinden wir uns ja wenige Tage vor Weihnachten. Wie gehen die Menschen denn mit dieser erhöhten Sicherheitslage bei Ihnen um? Dass hier Polizei und Soldaten patrouillieren, das ist natürlich ein Zeichen der Beruhigung und der Sicherheit für die Menschen hier. Die Anspannung ist da. Frankreich steht sozusagen im Fadenkreuz des internationalen Terrorismus. Die terroristische Bedrohung gehört zur Lebenswirklichkeit der Franzosen. Das hat der französische Präsident gestern auch noch mal unterstrichen. Ja, den Franzosen ist bewusst, dass sie stets und ständig ein Ziel von Terrorattacken sein können. Und dieses Land ist davon sicherlich in besonderer Weise seit 2015 betroffen gewesen. Dankeschön, Sabine Rau nach Straßburg.